Solltest du einen Wiederholungsversuch machen? Ja oder nein? Mit dieser Frage wollen wir uns heute intensiv beschäftigen, denn viele Prüflinge stehen jetzt nach den Ergebnisbekanntgaben natürlich so ein Stück weit vor dem Dilemma zu entscheiden, tue ich mir das Ganze nochmal an oder lasse ich es dabei sein? Und diese Frage ist natürlich sehr, sehr differenziert und auch persönlich, aber wir wollen heute mal intensiv draufschauen, was sind denn die Argumente, die dafür und was sind die Argumente, die grundsätzlich dagegen sprechen, um dir dann hoffentlich auch bei deiner Entscheidung, bei der richtigen Entscheidung zu helfen. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wiederholungsversuch ja oder nein? Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen, wenn du jetzt danach sagst, hey, ich will wieder gehen, ich möchte ins Examen, dann begleiten wir dich da sehr gerne. Kannst du dich jederzeit bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Den Link dazu findest du wie immer unten eingeblendet. Dafür musst du natürlich aber eine klare Entscheidung treffen, dass du ins Examen gehen möchtest. Und dabei wollen wir dir natürlich heute behilflich sein. Es gibt nicht für alle die pauschale Antwort, ja, du musst unbedingt gehen, sondern man muss natürlich da ein Stück weit differenziert draufschauen. Dieses Video soll heute auch nicht den Zeitpunkt beantworten, ob du unmittelbar gehen solltest oder lieber ein Jahr später. Das sind andere Punkte, die man noch zusätzlich beachten muss, aber erstmal generell die Frage klären, ist es sinnvoll, nachdem es jetzt nicht geklappt hat bei dir, das Ganze nochmal auf sich zu nehmen. Und da werden wir jetzt einmal gemeinsam drauf schauen. Wir fangen mal an mit der Kontraseite. Warum macht es keinen Sinn, nochmal in den Wiederholungsversuch zu gehen? Du musst extrem viel Zeit nochmal investieren in die erneute Vorbereitung. Egal, auf welche Art und Weise du dich vorbereiten wirst, Zeit ist das kostbarste Gut und auch das, was du am meisten investieren musst in die Vorbereitung, damit du erfolgreich sein kannst. Da brauchst du dir selber oder da braucht man generell keinen Hehl draus machen, wenn du sagst, ich habe keine Lust, Zeit zu investieren und ich habe auch keine Zeit, die ich investieren kann, dann lass es lieber gleich sein, weil du brauchst einfach eine gewisse Vorbereitungszeit, tatsächlich weniger als manche oder viele denken, aber die muss natürlich dann effektiv genutzt sein und an den richtigen Dingen muss gearbeitet werden, das sind alles andere Themen, aber die Zeit, die musst du natürlich investieren. Genauso wie Geld. Du hast zwar vielleicht jetzt gewisse Unterlagen, aber damit wirst du sicherlich nicht auskommen. Du musst nochmal neu Geld in die Hand nehmen, wenn du dich effektiv nachhaltig gut vorbereiten möchtest. Und dementsprechend ist das auch eine Ressource, wo du dir bewusst sein musst, steht dir natürlich zur Verfügung. Die kann man auch in Zukunft wieder ansammeln. Das geht dann eher so ein bisschen in den Zeitpunkt rein. Aber du musst Geld in die Hand nehmen, wenn du sagst, hey, ich möchte das Ziel erreichen. Das geht los mit der Zulassungsgebühr, mit der erneuten Zulassungsgebühr und das, was eben alles noch drumherum ist mit den Kursen, mit den Vorbereitungsmaßnahmen, die notwendig sind, wenn du erfolgreich sein willst. Deswegen musst du natürlich auch da sein, bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen. Du musst Energie investieren. Auch das ist eben eine Komponente neben der Zeit und dem Geld. Du musst natürlich deinen Fokus da reinsetzen und da extrem viel von deiner Energie in dieses Projekt reinstecken. Du hast nur 100% Fokus und den musst du letztendlich verteilen. Darunter fällt eben auch dieser Part Energie. Mit welcher Leidenschaft, mit welcher Intensität gehst du der Examensvorbereitung nach, auch von der Priorität her, fällt alles hier runter. Und da musst du natürlich auch ganz klar sagen, hey, wenn ich die Energie nicht habe, natürlich kann man die sich erarbeiten, zurückholen, ansammeln erneut, ne? Aber die muss als Basis da sein und da musst du auch bereit sein, die letztendlich in das Projekt zu stecken. Weil wenn du sagst, ah, ich will eigentlich was anderes machen, ich mache das so nebenbei, dann ist das häufig zum Scheitern verurteilt oder sagen wir so gut wie immer. Der nächste Punkt ist das Thema Verzicht. Du wirst nicht im Wiederholungsversuch 6 Wochen in Urlaub fahren können in diesem Jahr. Du kannst nicht sagen, ich mache da Urlaub, ich reise hier, ich mache da sozusagen jedes Wochenende mit Freunden irgendwas. Ich habe meine Termine für die Vorbereitung. Ich muss auf private Dinge, die mir Spaß machen, Zeit mit der Family, was auch immer dein konkreter Punkt ist, worauf du verzichten musst. Aber das ist einfach ein Commitment, was man abgeben muss. Und wenn du sagst, ich bin nicht bereit, auf Zeit mit der Familie zu verzichten, ich bin nicht bereit, in Freistellung zu gehen zum Beispiel und auf Gehalt zu verzichten, auf zusätzliche Zeit zu verzichten etc. etc., dann, wie gesagt, lass es sein. Weil das ist eben auch eine essentielle
Komponente, die du erfüllen musst, eine Bedingung, um erfolgreich zu sein. Und der letzte Punkt, der am meisten oder bei den meisten Prüflingen sicherlich am tiefsten sitzt, ist die Angst, nochmal durchzufallen. Und deswegen sagen viele schon im Vorwege, also Steuerberaterprüfung, ich werde die nur einmal machen, weil das tue ich mir nur einmal an, diese ganzen Strapazen und so weiter. Jetzt sitzt man in dieser oder ist in dieser Situation zu entscheiden, da sieht das Ganze schon anders aus, aber gerade im Vorwege ist es so, dass die meisten Prüflinge, wenn die das sagen, diese Aussage, ist so ein bisschen aus Selbstschutz tun, dass sie sagen, ich mache das nur einmal und wenn es klappt, hat es geklappt, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann mache ich was anderes, um selber sozusagen sich nicht mit diesem Schmerz auch zu konfrontieren. Und das ist so eine, ja, so ein Glaubenssatz oder so ein Mindset-Einstellungspunkt, den viele eben aus Selbstschutz haben, der aber nicht sinnvoll ist. Den musst du sozusagen auch da mal challengen, ob du selber sagen kannst, okay, ich möchte mit dem Druck nicht aussetzen, nochmal durchzufallen, weil du hast das jetzt schon erlebt, du hast gesehen, natürlich ist es emotional extrem schwierig, das will ich gar nicht sagen. Das ist so, dass das natürlich dazu führt, dass im ersten Moment sicherlich so eine Art Welt zusammenbricht für einen und man vor allem auch enttäuscht ist für die ganzen Familienmitglieder. Das ist bei den meisten eher das Problem, gar nicht so sehr für sich selber, sondern die anderen vermeintlich zu enttäuschen. Aber da kann ich dir aus der Erfahrung heraus sagen, dass das bei den meisten einfach eine unbegründete Sorge ist, dass es jetzt hier dazu käme, dass man die Familienmitglieder enttäuscht hätte, sondern es geht darum, dass man selber glücklich ist, dass man selber das schafft auch für sich und die sind einfach nur traurig für einen selber. Und deswegen musst du da keine Angst vor haben, das ist auch gar kein Beinbruch oder eine Schande, wenn du zweimal antrittst und selbst wenn du beim dritten Mal durchfallen solltest, das überhaupt dreimal auf sich zu nehmen, wir sehen das ja hier, ist schon etwas, wo man selber extrem viel Respekt für bekommen sollte und auch es einem gebührt. Und von daher brauchst du da gar keine Sorge haben, dass eben was andere darüber dich denken oder was du selber dann von dir denkst, weil das ist etwas, was auf jeden Fall ja, viel Mut erfordert, viel Commitment erfordert, diese Prüfung mehrfach auf sich zu nehmen, beziehungsweise natürlich die Vorbereitung darauf. Du siehst, alles Argumente, die existieren können, aber wie ich persönlich finde, wenn Ressourcen da sind, wenn die Rahmenbedingungen sozusagen dafür gegeben sind, wenn nicht, kann man in Zukunft eben daran arbeiten, dass sie wieder gegeben sind, sind das keine Gründe hier zu sagen, ich tue mir das nicht nochmal an. Wenn du jetzt sagst, vielleicht noch ergänzend dazu, ich möchte sowieso nicht in dem Bereich, ich habe das nur aus irgendwelchen anderen Gründen gemacht, die gar nicht mit dem Job und der Karriere dahingehend zu tun haben, dann ist es vielleicht so, dass du umschwenken solltest, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt, das zu erkennen. Ansonsten, wenn du sagst, ich habe das Ziel, dann sind das Argumente, die wir jetzt mit der Pro-Seite auf jeden Fall gut bearbeiten können. Denn der erste Punkt hier, die Leiter, was soll die signalisieren? Du hast jetzt schon gewisse Erfahrungen und Wissen dir angesammelt. Das heißt, du bist vielleicht jetzt gerade, wenn wir hier einmal drauf schauen, auf dieser Leiterstufe. Und das ist die magische 4,5, diese rote Linie. Hat bei dir jetzt leider nicht gereicht, aber du bist nicht hier unten auf dem Nullpunkt, sondern du hast schon gewisse Erfahrungen gesammelt und die kannst du natürlich auch nutzen. Also das Wissen, was du jetzt schon aufgebaut hast durch den Erstversuch, im Wiederholungsversuch davon zu profitieren, davon zu zehren, um letztendlich dahingehend einfach ja, das besser zu machen mit den ganzen Komponenten, die du dir jetzt schon angeeignet hast. Natürlich ist noch ein weiter Weg da und du musst auch Sachen wiederholen und es ist nicht so, dass du jetzt die Stunden geleistet hast, die mitnehmen kannst und dann dir gut schreiben lassen kannst, das nicht, aber du hast ein gewisses Wissen und das solltest du entsprechend auch nutzen. Dementsprechend wäre es schade, wenn du das verfallen lässt, indem du sagst, ich gehe jetzt nicht mehr weiter dem Ziel nach. Und das ist auch der nächste Punkt. Wenn du in den Wiederholungsversuch gehst, was spricht dafür? Du kannst nach wie vor dein Ziel erreichen. Wenn du nicht sozusagen nach den drei Versuchen raus bist, kannst du nach wie vor Steuerberaterin werden, Steuerberater werden. Eine super Sache und dementsprechend lohnt es sich, wenn das dein Ziel ist, das Ziel weiter zu verfolgen. Du hast es bisher nicht erreicht. Heißt aber nicht, dass du in Zukunft nicht in der Lage sein wirst, das Ziel zu erreichen. Und das musst du dir eben sehr, sehr gut vergegenwärtigen. Ansonsten, du hast, wenn du sagst, ich mache den Wiederholungsversuch, nach wie vor alle Karrieremöglichkeiten, alle finanziellen Chancen und Anreize, die damit bestehen. Und das ist auch etwas, Karriere, das Finanzielle, wenn es um den Job geht, natürlich, das dafür spricht zu sagen, hey, ich lasse es nicht dabei gut sein, sondern ich versuche nach wie vor dahin zu kommen. Das, was ich angestrebt habe, von der Position her, von der
Fähigkeit, letztendlich auch Menschen helfen zu können, was viele auch wollen mit dem Steuerberatertitel, was ja extrem positiv ist für die Gesellschaft, das weiter zu verfolgen, ist mega cool. Und der letzte Punkt, du kannst es dir auch nochmal selbst beweisen. Absolut essentieller Punkt, denn wenn das dein Ziel gewesen ist, du hast es jetzt nicht erreicht, du wirst dich immer wieder irgendwann in deinem Leben fragen, was wäre, wenn ich es nochmal versucht hätte? Hätte ich es geschafft, wo wäre meine Reise hingegangen? Und das bist du dir aus meiner Sicht selbst schuldig zu sagen, hey, wenn es dein Ziel wirklich ist, dann, du hast alle Möglichkeiten nach wie vor. Nur weil du durchgefallen bist, heißt das nicht, dass du jetzt nicht ins Examen nochmal gehen kannst und dann erfolgreich sein kannst, egal was du für eine Note hattest, die in der Vergangenheit lag, hat nichts, auch gar nichts damit zu tun, was du in Zukunft erreichen kannst. Und dementsprechend beweise es dir selber, das spricht ebenfalls dafür. Und wenn du jetzt der Meinung bist, hey, ich muss in den Wiederholungsversuch gehen, das ist eine gute Sache. Die Rahmenbedingungen passen auch bei dir, das ist natürlich auch eine wichtige Komponente. Wenn du keine Zeit hast für die Vorbereitung, dann macht es keinen Sinn, direkt zu gehen. Ne? Das sind alles die Fragen, auch gesundheitlich etc. Und ansonsten kann ich dich nur dazu ermutigen, wenn du sagst, ich gehe, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Wie gesagt, dazu einfach auf den Link klicken, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns melden. Dann können wir mal schauen in deinem Wiederholungsversuch, was sollen wir jetzt anders machen, was sollen wir besser machen in deinem nächsten Versuch, damit du dann auch hier die Leiterstufe so hoch erklimmst, dass du über dem Strich landest. Ansonsten freue ich mich, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Kopf hoch, wenn du davon betroffen bist. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass du die für dich richtige Entscheidung triffst. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.